Wir erstellen heute zwei random Sims, aber nicht nur irgendwelche. Wir erstellen nämlich einen Vampir und einen Werwolf. Wir starten mit dem Vampir und natürlich mit der Hautfarbe 1, 2, 3. Oh wow, das ist eine perfekte Hautfarbe für einen Vampir. Sie fühlt es auch schon. Weiter geht es mit den Ohren. 1, 2, 3. Oh. Okay, nehmen wir die Augenbrauen. 1, 2, 3. Ja gut, die hat halt einfach gar keine Augenbrauen. Auch nicht schlecht. Und die Augen. 1, 2, 3. Finde ich ziemlich cool. Ist eine richtig coole Augenfarbe. Die Nase. 1, 2, 3. Die ist super süß. Die Lippen. 1, 2, 3. Auch sehr schön. Dann können wir noch ihre Wangenknochen machen. 1, 2, 3. Hat sich da jetzt so viel getan? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir machen einfach weiter mit dem Kinn. 1, 2, 3. Ja, ist halt ein Kinn. Was soll man da zu viel sagen? Und ihre Zähne natürlich dürfen auch nicht fehlen. Sie ist ja ein Vampir. Wenn ich die Zähne dann finde. Hier. 1, 2, 3. Nee, sie hatte ganz am Anfang so die perfekten Vampirzähne. Aber das geht natürlich auch. Die Eckzähne sind auf jeden Fall spitz. Also kann man definitiv machen. Ich mache dann hier die Augen zu, ob wir hier noch irgendwelche Hautdetails bekommen. Okay, wir bekommen irgendwas auf der Wange. Und zwar das hier. Wow, ganz toll. Diese eine Narbe, die total fake aussieht. Ja gut, hat sie vielleicht selber zugetackert. Da machen wir ihre Haare. 1, 2, 3. Oh Gott, irgendwie ist sie total süß. Ich finde sie schon Zucker. Aber sie ist immer noch ein Vampir, dürfen wir nicht vergessen. 1, 2, 3 ist ein sehr schönes Oberteil. Da kann ich echt überhaupt nichts dagegen sagen. Und jetzt Daumen drücken, dass wir ein gutes Unterteil bekommen. 1, 2, 3. Ja, hey, kann man auf jeden Fall so anziehen. Schuhe. 1, 2, 3. Geht voll klar, Leute. Was ist los? Und Accessoires. 1, 2, 3. Hä, wie cool war das? Als erstes hat man ihre Nägel angemalt. Dann hat sie eine Strumpfhose angezogen. Und dann hat sie sich auch noch Stulpen gegönnt. Ich finde, das passt richtig gut zusammen alles. Ich meine, okay, es ist vielleicht ein bisschen bunt, ein bisschen zusammengewürfelt, aber man könnte es definitiv tragen. Wie heißt unser Vampir eigentlich? 1, 2, 3. Alexa heißt sie. Und im Nachnamen heißt sie Sommer. Alexa Sommer. Perfekt. Ein Vampir, der nicht in die Sonne gehen kann, heißt einfach Sommer im Nachnamen. Was will man mehr? 1, 2, 3. Ihre Merkmale sind gut familienbewusst, paranoid, das ist immer super, wenn man ein Vampir ist, ein Geek ist sie und eine Tierfreundin. Hä, ich finde die übelst sympathisch, ich wäre voll gern mit der befreundet. Sie wirkt auf jeden Fall sehr nett, wenn sie vielleicht nicht gerade mein Blut aussaugen will. Ihr Make-up können wir noch machen. Fangen wir von oben an. 1, 2, 3. Okay, warum nicht? 1, 2, 3. Okay, Leute, es könnte ein Look werden. 1, 2, 3. Okay, das Blut hat es jetzt überall. Ich meine, es passt, weil sie ein Vampir ist. Ich habe jetzt Gänsehaut am ganzen Körper, weil davor sah sie super niedlich aus. Jetzt habe ich tatsächlich Angst vor ihr. Aber vielleicht ist das auch ganz gut. 1, 2, 3. Ja gut, Orange hätte ich jetzt nicht unbedingt genommen. Und das ist jetzt unsere Vampirin Alexa Sommer. Ganz, ganz toll. Machen wir weiter mit unserem Werwolf. Und sie heißt jetzt Elena. Oder Elena? Elena ist so ein Name, den kann man einfach auf 50 verschiedene Arten aussprechen. Aber wir nennen sie jetzt einfach mal Elena. 1, 2, 3, schwarz. Elena schwarz. Okay. Noch ist ihr Fell schwarz, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Hallo, ich würde dich gern bearbeiten. Hör bitte auf zu heulen. 1, 2, 3. Oh, mit so einem Klappohr. Wie süß ist das bitte? Dann machen wir weiter mit der Stirn. Oh nee, das ist einfach die Kopfform. 1, 2, 3. Aha, sehr hübsch. Dann die Haarbüschel hier auf der Seite. 1, 2, 3. Oh Gott, wie schade. Ich finde das immer mega süß, wenn sie so Haare auf der Seite haben, aber ist natürlich immer noch ein wunderschöner Werwolf, was soll man dazu sagen? Nase. 1, 2, 3. Aha, sehr schön. Zähne. 1, 2, 3. Verändert sich da irgendwas? Hat sich da gerade irgendwas verändert? Nicht, oder? 1, 2, 3. Jetzt aber. Okay, hat definitiv schon einen Zahn verloren. Gibt dem Ganzen aber einen Charakter. Finde ich sehr gut. Dann machen wir noch das Kinn. 1, 2, 3. Ja, wie beim letzten Mal. Ist halt ein Kinn, Leute. Was soll man dazu sagen? Die Augen. 1, 2, 3. Oh no, wie süß sie aussieht. Ich kann nicht mehr. Richtig, richtig cute. Und den Körper dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. 1, 2, 3. Oh, sie ist zuckersüß. Wir haben beim Vampir den Körper übrigens auch nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Deswegen 1, 2, 3. Jetzt ist sie sehr muskulös. Sehr cool. Jetzt habe ich noch mehr Angst vor ihr. Tattoos können wir ihr gerne auch noch geben. 1, 2, 3. Oh wow, jetzt hat sie einfach dieses mega Ding auf der Brust. Ach, Leute, ich glaube, ich versau den Charakter. Nur wir lassen sie...
Machen wir weiter mit Elena, die schon wieder am Rumschreien ist. Könntest du bitte einfach kurz chillen? Elena, bitte. Reiß dich zusammen, ich muss dich jetzt bearbeiten. Jetzt kommt nämlich das, was wir alle am coolsten finden. Die Fellfarbe. 1, 2, 3. Wie schön. Wir werden natürlich die einzelnen Sachen auch nur per Zufall auslosen. Wir haben 1, 2, 3. Okay, sehr simpel. 1, 2, 3. Sehr speziell. Ich finde es gut, wie es hier so beige ist und hier ist es einfach orange. Okay. Und die Punkte. 1, 2, 3. Oh, wow. Das waren die Punkte, die Hände und die Füße. Hi, Elena. Das ist schon ein bisschen wilder. Ich gebe jetzt trotzdem mal ein Outfit. Auch wenn ich es seltsam finde, wenn Werwölfe ein Outfit anhaben. Aber okay. 1, 2, 3. Ja, sehr gewagt hier. Ach, Leute, es sieht einfach immer so seltsam aus, wenn die Werwölfe irgendwas tragen. 1, 2, 3. Oh Gott, wie es aber auch noch zusammenpasst. Ich kann nicht mehr. Accessoires. 1, 2, 3. Oh no, wir haben jetzt natürlich wieder Sachen aufeinander geklatscht. Wir haben jetzt diese Ärmel hier aus irgendeinem Grund. Wir haben die Nägel in rosa, sehr hübsch. Und der Wolf trägt einfach eine Uhr. Ja gut, er muss halt auch irgendwie wissen, wie spät es ist. Wann seine Verwandlung denn losgeht zu Vollmond. Der Look ist schon heftig. Also am Sim selber sieht er richtig, richtig cool aus. Aber an einem Werwolf, schwierig, Leute. Richtig, richtig schwierig. Wir erstellen heute 2 random Sims. Aber nicht nur irgendwelche. Wir erstellen nämlich einen Vampir und einen Werwolf.